8 schwedisches Knäckebrot zum Morgen. Nach einer sehr regnerischen Nacht haben wir uns weitergemacht auf der Insel Mon. In Dänemark sind wir momentan. Und hinter mir sehen wir einen Grashügel. Das ist ein Grab, eine Grabkammer von früher. Und die wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Wir haben die Taschenlampe dabei, weil es ist, glaube ich, recht dunkel dort drin. Wollt ihr mitkommen? Los geht's! So, jetzt geht es ab ins Dunkle. Ich probiere das hier mal ein bisschen auszubalancieren. Es ist also sehr tief. Man muss sich extrem bucken. Und jetzt sind wir hier im hinteren Teil. Und Fabian macht jetzt mal ein bisschen Licht. Licht an. Ja, jetzt geht es auf den Entdeckungstour. Ja. Zeig mal, was sieht man da? Ja, wir müssen ein bisschen näher, weil es ist recht alles dunkel. Da oben sieht man auch, es sind riesige Steine, die sie hier verbaut haben. Kaum zu glauben, wie man die überhaupt kann stemmen. Ja, nur schon die Präzision, wie die schön aneinander sind. Und man hat dann einfach noch die Löcher ein bisschen aufgefüllt mit Zwischenstein, sie haben hier wie gemauert. Oh, krass. Da vorne sind wir reingekommen. Fabian kann jetzt vielleicht mal schnell mit dem Licht in die andere Seite, dann sehen wir, wie tief das ist. Also man muss sich wirklich sehr bücken. Und ja, 10 Meter breit. He? Das ist schon noch weit. Das hier ist der Boden. Schön platt treten. Und jetzt geht Fabian hier mal raus. Und ich versuche das hier zu zeigen. Da ist das Wasser da. Oh. Tschüss! So, dein Fazit. Ja, es ist also wirklich krass da innen, aber es ist auch beeindruckend, wie die das mit Präzision die Steine angefugelt haben. Ich meine, die haben ja nicht irgendein so ein Wissen wahrscheinlich gehabt, wie man heute hat, aber sie haben es irgendwie geschafft. Sehr beeindruckend. Und ja, was will ich sagen? Also, wie auch immer, wenn man die Möglichkeit hat, das zu anschauen, geht daher. Noch haben wir aber von dem etwas gruseligen Abenteuer nicht genug und gehen in die nächste Grabkammer. Da ist der Eingang, respektive die zwei Eingänge. Weil speziell ist, das ist ein Zwillingsgrab, weil es hat, guckst du hier, zwei Eingänge. Vamos, jetzt gehen wir da rein. Willst du voraus? Ja, muss ja fast. Ja. Und Bienenli? Ja, sag nicht. Ja, wer bin ich dir? Also die Sonnenbrille kann man sich da wirklich sparen. Das ist aber sofort, schauen wir mal. Seht ihr das? Ah ja, da hat es einen Steinboden drin. Also das ist schon recht feudal, hä? Vornehm, vornehm die Grabstätte. Krass, auch hier wieder so riesen Steine oben. Ich meine, die sind tonnenschwer. Die Steine schön aneinander. Und hier richtig schön flach. Man hat probiert, richtige Mauern zu machen, so gerade die Wände quasi. Das ist eigentlich schon noch krass.
wie die, ich meine, das ist wie in Ägypten die Pyramiden, oder? Das ist ja auch ein Wunder, wie die Leute das hier haben können. Einfach, dass man hier rein darf. Ja, und eben, es hebt noch. Ich meine, unsere Häuser, die wir bauen, die haben sicher nicht 3000 Jahre. Oder wie lange auch das auch ist. Und dann gehen wir doch wieder raus. Durch das kleine, schmale Gängli. Warte schnell. Gut, weiter. Komm vor wie ein Schlumpf. Und zurück geht's durch den dänischen Urwald. Aus dem Urwald für YouTube. Sveva und Tour. Kalorienbombe zum Morgen. Jedenfalls vom Aufstrich. Schön dick, damit es möglichst viele Kalorien sind. Das ist eben, wir verarbeiten das so schnell. Ja, Filme brauchen Kalorien. Hey, was klingt das so? Frisch rasiert geht es jetzt von Saxkobing. Da haben wir jetzt ja auf unserem Camping übernachtet. Saxkobing, Camping, das kann man sich merken. Auf Rotby und dann dort auf die Fähre. Wir haben das WC neu gemacht, Abwasser abgelassen. Frischwasser füllen wir nicht mehr gross auf, weil wir sind ja nicht mehr so lange unterwegs. Und let's do it! Ihr geht oben rein. Oben ins Mund. Sonst sind wir immer unten rein, gell? Ja. Ciao Dänemark. Hallo Deutschland. Wir haben es geschafft. Unser Nachtlager, wie man hier hinter mir sieht, ist in Wildeshausen auf einem super Stellplatz, den ich auch wieder aus dem Promobil-Stellplatz-App habe. Sehr positiv überrascht, weil Nacht kostet 5 Euro und gratis Strom. Was will ich noch mehr? Ja, da werden wir jetzt unsere Nacht verbringen. Es war ein bisschen ein aufreibender Weg bis dahin. Wir haben Stau ohne Ende. Tja, man hat sich durchgequält und jetzt habe ich so einen Kopf, aber das gehört jetzt halt dazu. Jetzt habe ich eine Tablette genommen, jetzt gehe ich eine halbe Stunde liegen und dann ist man wieder ready. Ah, und morgen? Morgen gehen wir dann ganz an einen speziellen Ort, wo wir so mal gewesen sind das Jahr. Und ich bin froh, hat es geklappt, weil es war noch unsicher gewesen, ob wir überhaupt gehen können oder nicht. Aber das wird etwas ganz Spezielles. Also, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst, Sveva und Tour.